Hallo Potterheads und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn heute stelle ich euch eine Special Edition Box vor von Harry Potter. Die habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und die ist so genial. Und da gibt es halt so viele tausend Fächer. Ja, und die gucken wir uns heute mal gemeinsam an. Und diese Box geht's hier heute. Die ist sau schwer, weil die auch echt bis oben hin voll ist. Und ja, ich würde sagen, wir machen das Ding mal auf. So, dann wollen wir das Schätzchen nochmal aufmachen und gucken, was da so drin ist. Ich weiß es ja schon, ich zeige es euch jetzt einfach mal, ne? Alles so super sehen. So, dann machen wir den Deckel auf und sehen schon dieses wunderschöne Wappen von Hogwarts, von Harry Potter, mit den vier Hogwartshäusern. Dann kann man das hier nochmal so unterklappen. So, und dann kann man das Ganze noch so komplett aufklappen. Ozzy, du weißt, du darfst da nicht dran. So, und dann geht das Ganze hier oben los. In dem ersten Fach ist dann einmal Harry Potter und der Stein der Weisen. Das ist so aufgemacht wie so ein Buch halt. Und wenn wir das dann aufmachen, dann haben wir hier einmal den ganz normalen Spielfilm. Einmal die erweiterte Fassung, was halt nicht so im Kino zu sehen war. Specials. Und die Entstehung von der Harry Potter Welt, dieser Dokumentarfilm. Der geht auch über sieben Teile, glaube ich. Ich habe mir die alle angeguckt, das ist sehr interessant. Das zeigt halt alles so hinter den Kulissen. Ja, das ist alles halt sehr schön gemacht, sehr hochwertig für den Preis. Ne? Ist halt wie gesagt auch eine Limited Edition. Da kommen wir gleich noch zu. So, dann gibt es hier so ein Geheimfach. Da muss man dann halt einmal so drauf drücken. Dann klickelt das und dann kann man das rausziehen. Da ist dann jetzt so ein kleines Papierchen drin. Ich weiß gerade selber gar nicht mehr, was da drauf war. Schon wieder vergessen. Ach ja, das ist einfach nur die Digital Copy von dem Film. Also von allen Filmen. Dass man sich die da runterladen kann, aber halt so in Harry Potter Art gemacht, ne? Wenn es schnell gehen soll, ne? Schub wieder rein. So, dann gehen wir hier rüber auf die Seite. Das ist wieder eine Schublade. Die kann man auch komplett rausholen. Da ist dann die Kammer des Schreckens. Wieder wie beim ersten auch. Der normale Spielfilm, die erweiterte Fassung, Specials und auch wieder die Entstehung der Harry Potter Welt. Und der Gefangene von Azkaban ist dann auch direkt darunter. Das ist halt alles voll schön gemacht hier mit diesen Büchern und diesen Drucken. Das ist immer sehr anschaulich gestaltet. Zack, zack. Wieder Ring da. So, dann haben wir das nächste Geheimfach. Da drauf drücken, dann springt die von ganz alleine raus. So, und da. Ja, dann. Einmal dieses Original Harry Potter Production. Und da drin war dann das Medaillon. Kann man auch aufmachen. Wirklich
richtig schön gemacht. Ich hatte auch immer mal vor, da wirklich irgendwie was reinzumachen und die zu tragen, aber eigentlich steht die immer nur in meiner Vitrine rum. Ja. Das war da auch noch drin. So, das nächste Fach. Das ist ein etwas kleineres. So, da ist dann so ein kleines Büchlein drin mit der Label Collection von den Harry Potter Filmen. Da, warte, wo kann man denn was sehen? Ja, da sind halt alles diese Harry Potter Labels, diese Aufdrucke auf den Fläschchen und Werbung und auf den Bonbonpackungen. Ja, diese ganzen Etiketten. Diese Etikettensammlung. Die ist halt in so einem kleinen Büchlein hier drin. Ist ganz süß. Schön bunt. Ja. Das ist da einmal drin. Und dann ist da einmal so ein Umschlag drinnen. Und das sind Skizzen von Stuart Craig. Die finde ich richtig schön. Die wollte ich mir auch immer mal einrahmen. Ja. Wie das so ist, noch nicht zugekommen. Ich zeige euch die mal. So, das ist einmal hier das Hogwarts-Schloss. Dann nochmal von der anderen Seite mit der Brücke. Das ist einmal Friedhof. Und Gringotts. Das gar nicht, kommt da noch eins. Ach ja, Hagrids Hütte ist auch noch dabei. Yes. Und da wäre es wieder von vorne. So, wieder rein da. Nächste Schublade. So, da sind wir dann auch schon. Bei den Heiligtüren des Todes habe ich. Ich habe eine Schublade vergessen. Die hier müssen natürlich zuerst kommen. Ich wollte schon sagen, wie kommen wir denn von Gefangenen von Azkaban zur Heiligtümer des Todes? Nein. Hier haben wir dann einmal den Feuerkelch. Wieder dieser Buch. Diese schöne Aufmachung. Alles wie in den anderen auch. Der Orden des Phönix. Auch wieder das Gleiche. Und der Halbblutprinz, passend mit dem Zaubertränkekessel drauf. Ich finde, das ist halt auch immer irgendwie irgend so ein Schlüsselding aus dem jeweiligen Film, so haben wir das Design halt ausgewählt. Was ich halt auch echt schön finde. So, direkt wieder weg mit dir. So, und dann haben wir bei der Schublade, die ich fast vorgenommen hätte. Da sind dann die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Mit den schönen Bildern da drin. So, letzte Schublade. Da haben wir dann einmal dieses wunderschöne Echtheitszertifikat. Mit der Seriennummer drauf. Und so einem schönen Wachssiegel. So, und dann sind da noch mal so schöne Bilder. Ach, das spiegelt so. Dann der Weisen mit dem Schachbrett. Da haben die dann auch zu jedem Film dann halt so ein schönes Hochglanzbildschirm gemacht. So, Dobbys Grab und Hogwarts in Flammen.
So, das war das letzte Fächlein in dieser wunderschönen Box. Ich liebe sie über alles. Aha, das Schätzchen mal wieder zu. Ist übrigens mit Magnet. War auch sehr hochwertig. Ja, das war jetzt erstmal alles zu dieser wunderschönen Harry Potter Box. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne noch sehen möchtet von mir. Ob noch mehr Sachen zu Harry Potter oder weiß der Geier was oder was zu meinen Katzen, die hier ständig durchs Bild rennen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt, wenn ihr mir sonst irgendwie Bescheid sagt und bis bald. Tschüss.